Die Ranger Roller kennt ihr alle. Biwaksack, Schlafsack und Isomatte ist alles schon drin. Schön zusammengepackt, sehr praktisch für einen kleinen Abenteuertrip oder für andere Aktivitäten. Wir optimieren das Ding jetzt mal, damit es bei Regen noch effizienter ist. Hallo YouTube, ihr wollt wissen, wie ich aus einem ganz einfachen Biwaksack eine Art Zelt mache, was ein bisschen wasserdichter ist, als wenn der Biwaksack einfach so auf dem Boden liegt. Dann bleibt dran, Pascal von wildnistraining.de. Und jetzt mache ich hier diesen ganz normalen Knoten an einer Seite und schon habe ich eine Schlaufe, die sich zuzieht. Und damit gehen wir um das Ende oder um die Ecke von unserem Biwaksack. So, wenn ihr Sorgen habt, dass das nicht hält, könnt ihr gerne von innen auch irgendwie etwas reintun. Kleinen runden Stein, Tannenzapfen, was ihr wollt. Aber hier bei dem Material geht das gut. Das Ganze machen wir an den vier Ecken vom Biwaksack. Ja. Dann drückt ihr Heringe rein, am besten so ungefähr 45 Grad zum Biwaksack. Und dann macht ihr diesen ganz normalen Abspannknoten. Den zeige ich euch jetzt nicht im Detail, weil da gibt es noch ein extra Video zu. Könnt ihr ja auf unserem Kanal einfach mal nachschauen. Und jetzt könnt ihr hervorragend abspannen, so wie es für euch passt. Stramm oder eben locker. So ein Spanngurt oder auch eine Schnur, ganz wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier den Spanngurt, weil das eben mein Paket zusammenhält. Einmal um den Baum, der hier genau vor meinem Biwaksack ist. An der anderen Seite ist ein kleiner Karabinerhaken. Auch das ist optional. Und dann gehe ich von da aus zum höchsten Punkt meines Biwaksacks. Ich habe jetzt Glück, bei meinem Biwaksack ist so eine Schlaufe drin eingearbeitet, genau da, wo die Reißverschlüsse zusammenkommen. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr halt wieder mit dem kleinen Stein oder was auch immer arbeiten, dass ihr hier einen hohen Punkt habt. Das hake ich jetzt da ein. Und schon habe ich in einem ganz einfachen Biwaksack ein eher zeltartiges Gebilde, Konstrukt gebaut. Ja, und warum mache ich das? Es ist einfach so, wenn es wirklich richtig schüttet und euer Biwaksack ja vielleicht nicht 100% wasserdicht ist, und glaubt mir, auf die Dauer sind die alle irgendwann nicht mehr ganz, ganz dicht. Und wenn das Wasser dann auf euch drauf steht, weil ihr so eine kleine Badewanne habt, weil der Biwaksack ja einfach auf dem Boden liegt, dann sind die Chancen viel größer, dass auch Wasser eindringt. Und so, ich zeige es gleich, ja, und so wie wir es jetzt gerade hier aufgebaut haben, habt ihr eher so ein bisschen Satteldach und das Wasser kann wesentlich besser abfließen. Es gibt noch einen Punkt, den ihr noch machen müsst oder könnt, und den zeige ich euch jetzt. So, was ihr zusätzlich machen könnt, ist folgendes. Ihr holt euch ein bisschen Laub, Stein, Tannenzapfen, was ihr auch immer wollt. Geht von innen diesmal, weil hier unten habe ich keine Schlaufe. Befestigt wieder dasselbe System wie an den Ecken. Und jetzt zieht ihr hier hoch, damit ihr auch hier eine gute Schräge bekommt. Rein in den Sack. Erst die Schuhe aus. Die würde ich natürlich mit in den Sack reinnehmen. Und jetzt gleich kommt dieses Geräusch, wenn man den Reißverschluss von innen zumacht. Sehr schönes Geräusch. So, ich weiß nicht, wie viel ihr hier jetzt noch seht. Aber es ist wesentlich geräumiger, als wenn der Biwaksack einfach auf mir drauf liegt, weil ich ja dann die Plan im Gesicht habe und so. Tja, mit einem Stirnlämpchen oder so könnte ich auch noch ein bisschen lesen und so weiter und so fort. Nicht, dass ich das sonst nicht machen könnte, aber hier ist es angenehmer. Und hier oben, wo die Reißverschlüsse zusammenkommen, habe ich das Glück, weil bei meinem Biwaksack so ein Lappen drüber ist. Also hier kommt auch so schnell kein Wasser rein. Und ich kann natürlich hier auch ein bisschen definieren, wie viel Frischluft ich denn brauche, falls ich denn nachts auch atmen sollte. Kleiner Scherz. Sagt meine Frau immer so schön, schau, dass der Stall zu ist, wenn du filmst.